Mit koordinativen Zusatzaufgaben kannst du jede Übung ein wenig aufpeppen, die ja sonst vielleicht nur unter Standardbedingungen ablaufen würde. Also lass den Spieler immer irgendwelche Bewegungen zusätzlich machen. Und hier muss man jetzt ja ein bisschen die Grenze sehen zwischen diesen langweiligen Standardbedingungen und zwischen den deutlich erschwerenden koordinativen Zusatzaufgaben. Wenn alles noch ganz locker ist und so ein bisschen mit Nachlaufen passiert, dann ist das noch keine koordinative Zusatzaufgabe, dann ist das eben alles noch locker. Wenn aber ein ganz kleines bisschen ein zeitlicher Druck da ist, wenn man also sehen muss, dass man in der zur Verfügung liegenden Zeit, zur Verfügung stehenden Zeit, die man hat, um diese koordinative Bewegung zu machen, dass man sich ein klein bisschen beeilen muss, bevor man den nächsten Ball wieder spielen muss und sich dann eben aufgrund dieses Zeitdrucks darauf konzentrieren muss, den Ball trotzdem noch gut zu spielen, alle Knotenpunkte zu erreichen, dann haben wir es mit koordinativen Zusatzaufgaben zu tun. Und du als Trainer oder Trainerin musst also prüfen, dass der Spieler und die Spielerin während der Ausführung dieser koordinativen Zusatzaufgaben dann direkt im Anschluss seine Technik immer noch fehlerfrei durchführt, alle Knotenpunkte erreicht. Und dann trägt es zur Verbesserung bei und dann wird auch die Qualität deutlich zunehmen. Also achte drauf immer, gib eine koordinative Zusatzaufgabe und achte genau auf die Knotenpunkte, dass die erreicht werden. Das ist wichtig.